Hochbetrieb im Tankstellenbereich. Etwa 800 Kunden tanken hier jeden Tag. Der kurze Tankstopp ist für viele die Möglichkeit, sich auf die Schnelle noch eine Erfrischung zu besorgen. Doch die Statistik zeigt, die Verkaufszahlen sind rückläufig. Hans-Peter Beuke ist Experte für Tankstellenoptimierung. Sein Erfolg? Spürbare Umsatz- und Ertragssteigerungen. Kühlung ist ein ganz wichtiges Thema, gerade an Tankstellen. Hier wird sehr oft vieles falsch gemacht und das bedeutet gleich weniger Umsatz. Das schaue ich mir jetzt hier mal an. Jochen Müller wird die Tankstelle bald übernehmen und er hofft auf wertvolle Tipps. Für Hans-Peter Beuke zählt beim Betreten eines Shops immer der erste Eindruck. Der Kühlbereich bietet Reisenden frische Lebensmittel, kühle Getränke, den schnellen Einkauf für die Party oder auch sehr beliebt Energy Drinks. Mit der Kühlung haben wir ein wichtiges Instrument für den Tankstellenpartner, sich von allen Wettbewerbern zu unterscheiden. Wir bieten unseren Kunden gekühlte Getränke rund um die Uhr zur sofortigen Erfrischung. Gerade im Sommer ist es extrem wichtig. Deswegen Tür auf, aufdrehen, trinken. Für dieses frische Versprechen ist der Kunde in der Regel bereit, moderat höhere Preise zu akzeptieren, vor allem bei Lebensmitteln. Wir dürfen an der Tankstelle etwas teurer sein. Es kommt immer auf das Umfeld an. Der Kunde ist bereit, auch etwas mehr zu zahlen. Deswegen Tipp Nummer 1, gezielte Preisaktionen anbieten. Kiste Krombacher, 20 Euro, viel zu hoch. Der Wettbewerb nimmt 11,99. Wer ausgewählte Produkte zu moderaten Preisen anbietet, wird für den Kunden als Einkaufsmöglichkeit attraktiv. Der Kunde kommt wieder. Ich habe Ihnen da mal was vorbereitet. Die Kiste Krombacher für 10,99 €. Sie werden natürlich unterm Strich etwas weniger Nutzen bei der einzelnen Kiste haben, aber durch den erhöhten Absatz machen Sie mehr Umsatz und auch mehr Gewinn. Und wir erzielen noch einen weiteren Vorteil. Der Kunde lernt, dass es bei Ihnen auch preiswerte Aktionen gibt und kauft es dann regelmäßig, weil er gar nicht mehr woanders hinfährt, denn es ist sehr bequem bei Ihnen. Zudem bietet es sich für den Käufer an, gleich noch nach dem ein oder anderen Produkt zu greifen, beispielsweise zu Knabbereien. Diese Mehrwegaktionen machen wir bei Partnern in Baden-Württemberg regelmäßig. Wir sind so erfolgreich, dass wir den Absatz verdreifachen konnten, Tendenz weiterhin steigen. Mehrere Sonderaktionen gleichzeitig bedeuten auch mehr Umsatz. Dann schaut Hans-Peter Beuke ganz genau hin. Studien haben gezeigt, dass Hygiene und Sauberkeit gerade im Getränkebereich und auch in der Kühlung extrem wichtig sind, um den Absatz zu erhöhen und den Kunden zu animieren, Ware zu kaufen und nicht stehen zu lassen. Daher Tipp Nummer 2, auf Sauberkeit achten. Herr Müller, Sauberkeit und Hygiene im Kühlbereich und bei Lebensmitteln ein extrem wichtiger Punkt. Wenn die Ware nicht sauber ist, kaufe ich keinen Artikel. Dann bin ich so ein bisschen, also ganz, ganz wichtig bei Ihnen. Ne? Da müssen wir dran arbeiten. Sauberkeit ist für den Kunden das wichtigste Kaufkriterium bei Lebensmitteln und Getränken. Deswegen am besten dem Schmutz von Anfang an keine Chance geben. Wie oft putzen Sie? Haben Sie einen Putzplan? Und wer macht das? Wir machen das so nach Gefühl. Wenn ein Angestellter sieht, dass die Regale dreckig oder verschmutzt sind, dann schnappt er sich einen Lappen, putzt die Regale sauber und füllt dann auch direkt nach. Ein Prinzip, das im Alltag nur schwer funktioniert, weil es kaum Zeit dafür gibt und sich niemand verantwortlich fühlt. Ein Aufgabenplan muss her. Natürlich kann nur geputzt werden, wenn die Kundenfrequenz extrem niedrig ist. Diese Informationen kann ich mir aus dem Kassensystem herausziehen. Das heißt also, ich sehe im Kassensystem, wie viele Kunden habe ich pro Stunde. Und wenn die Frequenz am niedrigsten ist, teile ich dann dementsprechend auch meine Mitarbeiter zum Putzen, zum Auffüllen, zum Waren nachräumen, zum Verräumen ein. Und regelmäßig die Temperatur prüfen schützt vor Vereisung. Tipp Nummer 3, Preisauszeichnung. Preisauszeichnung, extrem wichtig. Zwei Gründe gibt es dafür. Einmal ist es gesetzlich vorgeschrieben, dass wir die Ware auspreisen. Und zum anderen als Produktinformation und Preisinformation für den Kunden, damit er weiß, was kostet mein Produkt, das ich kaufe. Zudem dienen die Auszeichnungen als Platzsicherungsetiketten, damit die Mitarbeiter immer wissen, wo genau was hingehört. Tipp Nummer 4, die Präsentation. Ganz wichtig bei der Kühlung, die Präsentation der Ware. Wir sprechen hier von Facings, das heißt, der Kunde muss den Artikel erkennen können und auch lesen können. Jeder Supermarkt zum Vergleich arbeitet nach diesem System. Aber auch leere Fächer stören den Gesamteindruck und sollten vermieden werden. Jetzt wird erstmal umgeräumt. Wieso mache ich das eigentlich alles? Machen Sie das bitte mal. Ich halte Ihnen mal die Tür auf. Sie machen mal bitte hier.
Um eine Reizüberflutung zu vermeiden, ist Blockbildung das A und O. Eine thematische Sortierung sorgt für Übersichtlichkeit und das bringt den Umsatz. Blockbildung heißt im Kühlbereich, dass wir einen Block mit Säften haben, dass wir einen Block mit Wasser haben, einen Block mit Bieren, mit Mixgetränken, mit Energygetränken. Wenn ich die Kühlung so optimiert habe, erkennt der Kunde beim Betreten des Shops sein Produkt von Anfang an und weiß gleich, wo er hingreifen muss. Starke Produkte immer in Augenhöhe, um den Absatz noch weiter zu verstärken. Dadurch haben wir Umsatzsteigerungen um bis zu 30% erreicht. Kann ich mich darauf verlassen, dass das auch so umgesetzt wird? Ja, können Sie sich voll darauf verlassen. Okay. Herr Müller, alles Gute, okay. Wir sehen uns. Jo. Fassen wir zusammen. Moderate Preise bei ausgewählten Produkten, für Sauberkeit sorgen, Preisauszeichnungen nicht vergessen und am Ende zählt die Präsentation. Sieht super aus, ich finde es echt klasse und ich würde am liebsten einfach selber zugreifen. Ich freue mich auf höheren Umsatz und bin total happy. Wir haben jetzt hier die Kühlung auf Vordermann gebracht. Das war mein Auftrag. Ich bin davon überzeugt, dass von den 800 Kunden viel mehr zu einer Erfrischung greifen werden. Und tschüss.